So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Baro Trauma. Ich würde sagen, dem etwas anderen U-Boot-Simulator. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut in die Kampagne. Muss sagen, schön, schön. Interessant auf jeden Fall und anspruchsvoll. Leute, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in ein neues Spiel. Nennen das Ding einfach hier New Run. Und dann gehen wir rein mit der Dugong wieder. Also die hatte ich auch beim ersten Run. Ja, die sehen doch alle super fresh aus. Hieß der eine gerade tot Keller? Okay. Gut. Du bist auf dem Boot gekommen, oder? Du solltest mich mitnehmen. Weil ich ein erstklassiger Mitarbeiter wäre. Ich kann alles und arbeite sogar umsonst. Wie klingt das? Ja, komm ran. Dann komm ran, Arti. Gut. Ja, würde ich sagen, suchen wir erstmal eine Mission aus. Hier oben ist eine Kolonie. Minenaußenposten, da war ich auch noch nie. Aha. Ja, würde ich aber erstmal sorgen, gucken wir mal, was wir für Missionen bekommen. Hier am besten gar nicht. Ups. Da legst du nieder. Eins höher. Halt, Überforderung. Okay. Gut.
Alles leer hier, ey, das gibt's doch gar nicht. So eine Tauermaske kann man sich ja mal rauslassen. Man weiß ja nie. Ich kann da nicht so wirklich gut nach vorne gucken mit dem Geschütz. Jetzt sind sie doch dran hier. Wo ist er? Vorne sind Lecks, okay. Huch. Thank you.
Hier ist doch irgendwas. Kommt dazu irgendwas durch? Ich habe zwei von diesen Viechern hier dranhängen, ne? Ich habe zwei von denen hier dranhängen. Und ich krieg die nicht weg. Jetzt gehe ich schon wieder runter statt hoch. Ich muss hoch. Junge. Wow! Nein! Ah, ich glaube, da müssen wir noch mal anfangen. Das war nix.
Huch. Huch, Captain, was ist denn da los? Fährt er irgendwie oder macht er nichts oder wie ist das? Einer hängt vorne dran und der andere kommt hier hinten, ne? Ist ein Toter. Auch ein Toter, ne? Ja.
Aber wenigstens die eine Mission geschafft, ist doch okay. Gut. Können mal schauen, ob wir vielleicht noch Mediziner kriegen. Halt, zu der Tante müssen wir. Nee, keine Mediziner dabei, schade. Gut, weiter. Er möchte irgendwas. Sir, was machen Sie? Wo ist er? Er rennt einfach ins letzte Eck. U-Boot verbessern, ja, 4600 haben wir gerade, das ist nicht viel. Ja gut, ich meine, das kostet alles noch viel zu viel, ne? Gott. Oh, einmal zu der Mine zurück und einmal nach Reville. Ah nee, beides mal Reville. Passt, okay. Gut. Komma 3 Kilometer, ne? Ganz schönes Stück. Geh weg von mir.
Oh oh. Knapp. Natürlich. Holy shit. Habe ich jetzt angeeckt? Hier hinten. Hüllenbruch, warum das denn? Warum das denn? Heldenhaft, Digga. Ey, dieses Andocken, ne? Ist nicht so, dass es mega stressig ist. Dock ich unten auf. Ey, come on. Guck dir mal an, wie mies das ist. Jetzt ist über mir irgendwas. Oh Gott, ja, jetzt sterben wir wieder alle. Alle sterben. Holy Sacramento. Einfach mal auf unseren eigenen Mates ballern. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ah, ist schon so ein Vieh drin. Oh je, Chaos, alles kaputt.
Oh nein, er hat keine. Hier ist auch keine mehr drin, oder was? Holy. Oh Mann, oh Mann. Das war ja fast knapp. Na, steig! Was ist denn los? Ach du Kacke. Nicht nochmal docken, anhauen. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, das Gedöns hier. Ach, das gibt dann die Geschwindigkeit an, ne? Ah, okay. Check es. Check ich. Check ich, okay, alles klar, verstanden. Artie Doolittle ist verletzt, oh nein. Artie! Was hat er denn? Stumpfes Trauma. Ja. Machst du schon. So. Erstmal hier hoch. Was hat er denn alles hier? Klamotten, Bandagen, das habe ich alles noch. Brennstab dürfte ich auch noch haben, aber da kaufe ich mal. Ja, da steht's ja. Im Besitz 7 von 8. Nicht leeren Besitz 7, okay. Chaingun-Munition könnte man uns eigentlich auch mal zulegen. Später werde ich mir eh eine Chaingun rauslassen. Durchschlag-Munition, Elektrofeil. Feuerlöscher habe ich, glaube ich, einen, ne?
Zwei sogar, okay. Flammenwerfer, ja, nice. Können wir nicht auch nochmal drei Stück kaufen? Vier. Okay. Ist da gar nicht. Ist auch niemand. Was ist das denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Also die Station ist ja mal richtig gut aufgebaut, muss ich sagen. So, er ist ja der Arzt. Den ganzen Mist, den habe ich. Was? Ach so, okay. Ja, nimm mal alle auf hier, komm. Alle mal kurz durchheilen. Schauen wir mal, ob wir noch ein neues Crewmitglied kriegen. Ich bräuchte nämlich einen Arzt, das wäre echt gut. Wasserbomben. Mhm. Cyanid. Okay. Sehr, sehr komische Station. Schutzweste, das wäre natürlich auch geil, ne? Schutzhelm. Polizeischrotflinte. Boah. Boah, Maschinenpistole. Auf Lager 2? Auf Lager 4? Ach, er. Ah. Ballistischer Helm. Da geht schon einiges hier. Eins, zwei, drei. Nicht lobenswert oder erwähnenswert. Das wäre hier unten noch, mit denen mal kurz reden. Kapitän. Sicherheitsoffiziere ohne Ende. Ich bräuchte einen Arzt. Gut.
Aber hier ist anscheinend irgendwie Ende, wa? Er hat gerade nichts zu tun. Warum ist hier unten Wasser? Jetzt. Warum ist da Wasser drin? Ist doch kein Ballasttank, oder? Ist das der Ballasttank? Metallkiste. Spielzeug. Wieso kann ich hier nicht ins Rack reintun? Railgun, Granatenlager, ah, okay. Munitionslager. Lass sie doch los, bitte. Ist das schon da irgendwas? Ja klar.
Aber es reagiert schon ziemlich träge, das U-Boot hier. Wollen wir schon sagen. Oh oh. Ah, na, jetzt check ich das langsam mit dem Andocken. Man konnte doch auch irgendwo das ganze Schiff irgendwie mal durchchecken lassen. Das ging doch auch. Hier hast du bloß die Werft. Ich dachte, da war auch irgendwo eine Funktion, dass du, wie gesagt, das ganze Ding einfach mal durchschauen lassen kannst, reparieren kannst. Aber so komisch aufgebaut hier. Oh Gott, wirklich? Ja, lauf mir halt hier lang. Da ging es hoch, ne? Arzt, jawohl. Au. Au. Halt dich doch einfach mal fest, Junge. Oh Mann. Ja, okay. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht.
Wie ran an den Feind. Ich glaube, das sind Viecher. Das muss ja irgendwas vorne an der Nase sein, oder? Komm, 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 hoch mit dir. Nein. Gott. Oh nein, aber...
Stech den ab. Wie, wo, was? Nein! Ich hab meinen Captain getötet. Hilft ihm doch jemand. Okay, der ist tot. Komm, das tut weh, das ist heiß. Mir interessiert denn das nicht so, habe ich das Gefühl. Oh Mann. Nein, nein. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Oh nein, Artie, sorry. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Loch, das... Oh Gott, wo kommt er jetzt her? Todkeller, ja, passt zum Namen. Ich glaube, da ist nicht mehr viel los. Ach, okay.
So, Tod ist auch tot. Ja. Da haben wir es, glaube ich, verkackt. Aber das Spiel ist auch wirklich schon ein bisschen anspruchsvoll. Also es ist halt echt schwierig am Anfang irgendwie auf Kurs zu kommen, einigermaßen Geld zu verdienen, dass du dir halt dann auch dementsprechend die Waffen dann kaufen kannst und ja. Fähige Leute hast, die dann auch schießen können und treffen. Nicht so wie ich vorher, der mal kurz die U-Boot-Tür komplett zerschossen hat. Aber ja. So war das. Gut. Da habt ihr mal Barotrauma gesehen. Wenn ihr da gerne mehr davon wollt, lasst mich's wissen. Also ich muss sagen, ich mag das Spiel. Muss ich wirklich sagen. Ist mal was komplett Eigenes. Ich finde es auch sehr schön gemacht. So optisch gefällt es mir auch sehr gut. Und mich würde es halt echt mal interessieren, ja, wohin die Reise da so geht, was so die Ziele sind oder ob das wirklich Geld verdienen, Raumschiff quasi, Raumschiff sei schon wieder hier, U-Boot verbessern oder wie auch immer. Ob das so das Einzige ist oder ob es da auch irgendwie so ein bisschen ja, eine Storyline dahinter gibt. Ich meine, das Ding heißt ja Kampagne, ist ja jetzt kein Free-to-Play, also kein freier Modus in dem Sinne. Ich denke mal schon, dass da ein bisschen was los ist. Ja, werde ich auf jeden Fall öfters mal wieder reingucken in das Game. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, wie gesagt, lasst mich es gerne wissen. Und dann werde ich das auch weiterhin streamen und mit euch zusammen spielen. Ja? So ist das. Gut, Leute, ich wollte mal eine knappe Stunde, knackige Stunde, wollte ich mal reingucken. Das haben wir ja geschafft, ungefähr. Ja, wieder ein bisschen drüber, aber geht schon, ja. Gut, also, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Tag euch noch und bleibt gesund. Bis dahin, euer Solution. Ciao, ciao.